Ja, herzlich willkommen wieder bei GrubiTV, unserem Heimkinokanal. Ich bin in Mol in Belgien und hier hat es heute tatsächlich eine Weltpremiere gegeben. Diese Weltpremiere hat was zu tun mit Auro 3D natürlich und Streaming, denn hinter mir sind die Galaxy Studios. So, und diese Galaxy Studios, da wo der Wilfried van Baarle mit seinem ganzen Team wohnt, lebt und arbeitet, da wurde heute eine Premiere gezeigt, die wir... Ja, mehr oder weniger, da wo wir konnten wir bei sein und da leider aufgrund von Corona sehr wenig Presse hier vor Ort war, weil die meisten durften gar nicht nach Belgien reinfahren, haben wir das Ganze mal aufgezeichnet, sodass ihr hier aus allererster Hand mal Informationen bekommt zum Thema Auro, Inhalte, Streamen und das Ganze sogar noch live. Denn das ist ja unter anderem eine der großen Besonderheiten. Und dann reden wir auch noch über Soundbars. So, und bevor ich hier wegfliege, ne, das Ganze ist hier eine sehr gemütliche Gegend. Ich habe hier ein bisschen Déjà-vu, weil wir waren ja hier zum ersten Mal vor einigen Jahren, wo wir auch dachten, wir hätten uns verfahren. Unser Navi wäre irgendwie mit einer alten Software ausgestattet. Aber nein, so wunderschön idyllisch ist das hier. Und dann seht ihr hier die Einfahrt, wo man dann in das Gelände kommt, wo dann auf der linken Seite dieser, wie war das nochmal, 180 Tonnen schwere Koloss steht, die Galaxy Studios, die da auf Federn ja gebaut sind. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr das noch nicht kennt, sind ja schon ein paar Jährchen vergangen, unsere beiden Videos, nämlich Teil 1 und Teil 2 von der damaligen Besuch und Präsentation, sich mal genauer anzuschauen. So, dann gehen wir mal rein. Wer ist das jetzt, der da im Hintergrund zu sehen ist? Ja, das ist der Tonmeister, der das ganze Konzert aufnimmt, ja, in Japan. Und vor das Konzert anfangen, geht er jetzt die Zuhörer mal zusprechen, was er mit Auro 3D macht. Ja. Und das ist jetzt live? Das ist jetzt live, ja. Das ist jetzt live und das wird gestreamt, ja, in diese ganze Setup in Auro 9.1, Auro 3D, ja, wird es gestreamt live. Und wird über eine ganz normale Internetleitung übertragen, nichts Satellit oder ähnliches, oder wie ist das? Ja, ja, das ist eigentlich das ganz Spezielle ist, man hat eigentlich die Blu-ray-Qualität, ja, hat man über Internet, Standard-Internet. Das ist nicht eine spezielle Verbindung gemacht mit Japan, das ist nur Standard-Internet und da haben wir die gleiche Audioqualität, wie wir jetzt von Blu-ray bekommen. Und dabei ist dann auch eine 2K-Bild, ja, das ist eigentlich wie wir von Blu-ray kennen, von Qualität. Und das heißt, empfangen wird das hier bei euch über einen Rechner oder was habt ihr als Empfangsgerät hier? Ja, genau. Das ist ein Rechner und die Rechner macht das, setzt das in Verbindung mit den AV-Receiver und die AV-Receiver dekodiert es. Das heißt, der Rechner gibt das über HDMI einfach aus? Ja, genau. Also eigentlich idiotensicher. Ja, genau, ist das auch so. Eine ganz einfache Lösung eigentlich. Natürlich, man braucht die Rechner dazwischen, das ist so. Ja. Und er hat jetzt gerade auch da einige Zuschauer dabei, ist er in so einem Auditorium? Ja, das ist in einer Konzerthalle. In Japan ist es in einer Konzerthalle, auch dort ist Corona natürlich leider, ja. Aber die haben doch für viele Veranstalter dort, ja. Und die Leute kommen dahin, Pressen ist dabei, viele Pressen ist dabei, ja. Und ja, das, pass auf, das ist doch eine Weltpremiere. Was hier so durchgeht, dass man diese Qualität jetzt über Standard-Internet wiedergeben kann. Und das heißt, du hast gerade gesagt, Auro ist das in, was hast du gesagt, in 714 oder in 514, was haben wir da? Ja, wir haben hier das Auro 3D-Format 5.1 plus 4. Ja? Und das bedeutet, mit diesem einen Format kann ich ja dann alle anderen kleineren Formate, wenn ich nur eine normale Stereo oder 5.1 habe, wie auch immer, das kann ich alles wiedergeben. Natürlich. Das Punkt ist, wie Sie Auro kennen, wenn man keine Auro 3D-Anlage hat, ja, dann hört man die 5.1, ja, weil man natürlich die Auro 3D-Decoder hat und Anlagen hat. Ja, oder vielleicht in die Zukunft auch unsere neue Soundbar-Technologie, kann man diese ganze Erfahrung, ja, in Auro 3D beleben, wie wir das heute jetzt hier anhören. Ja. Und in Japan wird es jetzt bei WowWow, das ist ein bekannter Broadcaster in Japan, Fernsehen, und die gehen jetzt anfangen mit dieser Technologie, sodass die Leute, die zu Hause Auro 3D haben, das sind Hunderttausende schon in Japan, ja, die so eine Setup zu Hause haben, ja, die können es auch anhören dann in Auro 3D-Qualität. Das bedeutet für den Veranstalter, er kann dann in 3D-Sound seine Konzerte in Zukunft live streamen. Der Kunde benötigt nur eine Internetverbindung und kann dann über eine App oder was auch immer für ein Programm dann das buchen, dieses Konzert und das dann zu Hause so erleben. Das könnte ich die denke, Zukunft ja, sein. Ja, das könnte die Zukunft sein. Gut beschrieben. Das ist auch, glaube ich, das Businessmodell. Ja? Sie gehen heute erfahren, ich habe es hier in die Testen schon gestern erfahren, es fühlt an, wie man dort ist. Das ist so eine komplett, kannst man nie erfahren mit Surround Sound oder so etwas. Ja? Das ist eine komplett neue Erfahrung. Und ich glaube auch, die Leute, wenn die zu Hause vielleicht nicht so einen, vielleicht nicht so eine Anlage haben, dann gehen sie doch nach Kinos, die so etwas installiert haben. Weil die Erfahrung ist so unterschiedlich, man hat echt das Gefühl, ich bin dabei.
Okay, aber das kennen wir ja ehrlicherweise schon von der Blu-ray. Das heißt, wenn wir ein Konzert haben, das heißt, wir sehen ja hier überhaupt keinen Unterschied. Das ist ja nur die Übertragung, die neu ist. Ja, das ist natürlich keine Einschränkung. Nichts. Aber pass auf, das ist ein Riesenschritt, dass man jetzt auch Real-Time machen kann. Blu-ray ist nicht ein Real-Time-Produkt. Absolut. Natürlich. Aufnehmen, Postproduktion machen und so weiter. Hier geht es jetzt alles Real-Time. Okay, das ist jetzt die Produktionsseite. Das heißt, da sitzt jetzt ein Tonmischer, der in der Lage ist, das Live-Signal direkt in Auro ins Internet einzugeben. Ja. Er muss nicht das nachbearbeiten, sondern er macht es wirklich live. Ja, genau. Und das ist natürlich schon ein Riesenschritt für die Produktionsseite. Ja, stimmt. Ja. Weil der Kunde merkt das ja nicht. Ja, aber genau. Für euch ist das natürlich der Riesendurchbruch. Ja, natürlich, weil das geht jetzt alles live. Ja. Und natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit auch. Ja. Ich spüre, viele Leute will mal Musik anhören, höre Konzerten an. Da sind Künstler, die machen das jetzt über so etwas, ja, Facebook und so weiter oder YouTube, ja, aber die Qualität, viele Leute sagen auch, es war schön zu sehen, aber die Emotion ist nicht dort, ja, und das ist natürlich, wenn man das in solche echte 3D-Erlebnis gibt, macht einen riesen Unterschied, man plötzlich hat das Gefühl, das emotionale Effekt ist ganz anders, wenn man Musik erlebt oder auch Sport erlebt in diesem Format gegenüber, lassen wir sagen, was wir jetzt, wie wir es jetzt haben, ja. Aber jetzt mal nochmal zu einer Frage zur Technik. Natürlich will jetzt weder wissen, muss ich jetzt zu Hause ein neues Kabel von der Straße in die Wohnung legen, weil ich jetzt eine dicke Internetleitung benötige oder was wird benötigt? Nein. Das ist ja jetzt eine ganz wichtige Frage. Was benötigt denn an Bandbreite? Standard Internet, wie wir es jetzt haben, ich glaube, das ganze Audio ist etwas von 3 Megabit pro Sekunde. Ja? Das Bild geht irgendwo 6 bis 9 Megabit pro Sekunde. Wir haben insgesamt so irgendwo einen 10, 11 Megabit pro Sekunde. Ja, das ist ja das, was wir heute eigentlich von der hochwertigen Netflix-Übertragung in 4K kennen. Ja, genau. Ja. Also jetzt wirklich nichts Weltbewegendes vom Anspruch her. Nein. Deswegen ist das so ein Riesenschritt, dass wir diese Qualität schon in dieser Bandbreite anbieten können. Und das hat zu tun mit dem Weg, wie eine Lossless-Package in Streaming darauf gesetzt ist. Ja, sehr interessant. Okay, dann schauen wir uns das mal an und dann reden wir gleich nochmal weiter. Okay, klasse. Gut, Patrick. Unglaublich, ja. Wir hatten am 7:30 sind wir angefangen, ja. Hat natürlich bis jetzt perfekt gelaufen, ja. So mal gut kann sehen, wenn jetzt natürlich jeder anfängt am 9 mit die Zoom, mit die In-Kontakt-Sache. Okay, gut. Ja, klasse. So, hier haben wir das gleiche in Auditorium, so da können Leute natürlich auch in so einem Kino, das Gedanken ist dann wie auch live Sports und Musik und Konzerten nach hier über tragen können in diese Qualität nach einem Kino. Geht auch dann in die Zukunft können. Ja? Er bewegt sich. Ja. So, das ist jetzt eine 4K-Qualität, die wir jetzt hier bekommen. Oder nee, HD-Qualität ist das. Ne? Das ist HD-Qualität in 50 oder 60 Bilder oder 24, wie auch immer. Und das Ganze dann mit Auroton. Ja, genau. Ja, ja, was ja für eine Leinwand von, was haben wir hier? Wie viel breit ist die Leinwand hier? 15 Meter breit, ja? 9 Meter Höhe. Ja. Ja, kann man sich ja antun, ne? Aber so, vielleicht müssen wir die erste Reihe mal die Spots umwechseln. Das Bild ist etwas besser, weil jetzt steht die Lampe darauf. Ja. Können wir mal umdrehen, dass es etwas bessere Bildqualität gibt. Moment, ja. Wie darf ich mir das vorstellen von der technischen Umsetzung vor Ort? Hat er dort Mikrofone aufgebaut, ähnlich wie nachher bei mir zu Hause die Lautsprecher? Also hat er da so einen Mikrofonbaum, so eine Stange, wo mehrere Mikrofone in verschiedene Richtungen gehen? So kenne ich das ja auf einigen Bildern von Produktionen aus der Vergangenheit. Ist das da ähnlich? Ja, oder was ist das so ungefähr für ein Layout? Die Layout ist, wie muss ich sagen, wir können es mal in einer Orchesteraufnahme jetzt in die Halle hier in Galaxy kann man so eine Layout sehen. Ja? Ich weiß nicht, also du siehst auch da die siehst Mikrofone. Du schon was. Du da siehst die Mikrofone was. Dort, ja? Ja. Das ist vielleicht, okay, siehst du, das sind ja, die zwei Layers. Ja? So, man hat in statt von einem Layer hat man zwei Layer Mikrofone gesetzt und das sind zwei Surround Layers übereinander. Ja? Das Gedanke, das Konzept eigentlich ist immer so, man hat das vertikale Stereofeld komplett um uns hin. Ja? Und ja, ist ja der Hammer. Man hat ja echt das Gefühl, obwohl ich jetzt hier rechts stehe, dass man hier schon mittendrin man ist. Man hat das Gefühl, dass der Echte dabei kommt. Ja, der, jetzt das Ganze noch in 3D. Ja. Ja,
Das Interessante ist ja, wir haben im Moment, es ist ja ein Test, das Bild friert manchmal ein, aber der Ton läuft unverändert weiter. Das ist ja schon mal super. Ja, super. Und das ist jetzt, weil ich muss sagen, in Japan, wissen wir schon, läuft es komplett fertig. Ja? Ja. Natürlich die Übertragung von Japan nach hier, ja, hat natürlich etwas noch einen langeren Weg zu machen. Ja? Aber hier in Europa, wenn wir den nur in Europa verteilen, geht es auch perfekt. Ja? Natürlich, wenn wir das overseas machen, über Internet, haben wir hier und dort noch etwas, also, dass es den Klang noch unterbricht. Ja? Aber das Corona geht, sei Dank. Ja, ja. Aber man muss ja auch wissen, ich habe gerade ein paar Aufnahmen gemacht, ich blende nochmal ein. Wir sind ja hier eigentlich mitten im Feld, im Wald. Also ihr seid ja froh, dass ihr überhaupt Internet habt hier auf der Straße. Ja. Weil ist ja nun wirklich ein bisschen ländlich hier, ne? Ja, ist auch so, ja, ja. Mhm. Sag mal, Wilfried, der gute Mann, der da gerade gesprochen hat, wer ist das gerade gewesen? Das ist Asakura-san. Asakura-san ist in Japan den Top-Journalist mit Audio und Video. Ja? In alle kritischen Sachen, alle neuen Standards geht er erst natürlich seine Beurteilung geben. Er ist eigentlich die meist respektierte Journalist und man sieht so viele Artikel davon. Und er ist auch ein Riesenfan von Euro 3D. Er war auch hier mal in Galaxy, ist dann nach hier gekommen, weil er so begeistert war von das Format. Ja? Und dann hat er sofort auch gespürt. Ja? Und man sieht es auch in vielen von diesen Artikeln, wie er natürlich das Euro 3D so immer nach vorne schiebt, wie das sein Format, das er sehr gerne hört. Ja? Und er war jetzt gerade live auf der Bühne und hat zu der Veranstaltung, wir beide sind leider immer noch nicht des Japanischen mächtig, aber er hat mehrfach Euro 3D gesagt, das habe ich verstanden. Ja. Und dann hat er die Mikrofone gerade gezeigt und alles, also dem ging gerade sein Herz über, ne? Ja, genau, ja, er ist ganz begeistert davon. Die Japaner natürlich, die sind führend, wenn es geht über ein Audio-Video-Erlebnis, ja. Und dort hat man diese Qualität bei den Menschen zu Hause schon, ja. So, und er ist natürlich ganz begeistert, dass Wow ist eigentlich die meistreiche, also wir sagen Broadcaster von Südostasien, ja. Asien. Wow, und, wow ja, heißen die, ja. W-W. Wow, wow. W, so W, O, W, O, W. Wow, wow, ja. Und die machen von jetzt ab mit dieser Qualität, können sie das jetzt streamen nach die Leute zu Hause. So haben diese Audioqualität und die verbinden das mit 2K und 4K Video und vielleicht auch in der Zukunft 8K schon. Ja. Schau mal eben auf die Leinwand, das ist ja live. Was machen denn jetzt die Jungs da mit der Tüte da oder mit der Tasche und dem Rucksack? Das heißt, die Techniker, die jetzt da präsentiert werden? Ja, genau. Das ist ja lustig. Da steht er mit einer Tüte und das ist die ganze Truppe, die hinter den Kulissen am Arbeiten ist. Ja, genau. Ja, das gibt ja ein Gruppenbild. Guck mal, und der Chefbeleuchter in der Latzhose, der ist auch anscheinend dabei. Aber pass auf, das ist eine Weltprimeur, ja? Mit dieser Qualität, dass man irgendwo so etwas jetzt an Leuten anbieten kann über Standard-Internet, ist fabelhaft. So, wir sind alle so gefreut darüber. Und wenn so etwas unterstützt ist wie ein Mann wie Asakura-san, dann ist ja das ist die höchste Auszeichnung, die man in der Szene bald kriegen kann. Ja, genau. Das ist unglaublich, ja. Muss mal sehen, Asakura-san. Asakura und San ist natürlich das Japanische, die sagen nicht Herr, aber die sagen dann San am Ende. So Asakura ist eigentlich sein Name. Ja. Ja, große Truppe da. Ja. Und dann, die jetzt spricht, das ist der Tonmeister, ja, und das ist Irimajiri. Und Irimajiri macht auch, ist auch eine Referenz dort, ja, zusammen mit Kimio Hamasaki. Ja. Hamasaki ist der Erfinder von das 22.2-Format, ja. Und, aber die sind alle verliebt in das Euro 3D-Format, weil das ist so effizient und in die Workflow und natürlich auch in diese Wiedergabequalität, ja, weil das haben wir hier heute erlebt, man fühlt sich dort, ja, man ist bei in die Konzerthalle, ja, das ist doch ein Erlebnis, die wir bis jetzt nur bei Blu-ray erfahren können und jetzt können wir das auch anbieten over IP zu Hause. Also dürfte einer der historischen Momente sein, die wir mal so in unser Geschichtsbuch der Audiotechnologie eintragen können. Ja, ich denke, das ist doch jetzt wieder so ein Meilenstein in Meilensteinen Geschichte, denke ich auch. Ja. Wir haben verschiedene gehabt. Ja. Wir sind erst mit Euro 3D in die Markt gekommen. Ja. Das war das erste eigentlich 3D-Format mit einer End-to-End-Lösung, ja, für alle Audiomärkte. Da sind wir erst in Kino gekommen, ja, die erste Film
von, das war George Lucas, ja, haben wir erst gemacht. Dann sind wir erst in ein Heim gekommen. 2014 haben wir die erste AV-Receiver, da war damals noch den Auriga, ja, gemacht. Und dann ist natürlich auch, wissen Sie allen, ist Automotive gekommen, Porsche war da so wie fort dabei. Und jetzt ist natürlich das heiße Punkt des Streaming. Ja. Und ja, das ist jetzt doch auch wieder ein Meilenstein in, lass wir sagen, in diese ganze Immersive Erfahrung, um diese nach jeder Kunde zu bekommen. Das ist eine unsere Mission. Ja. Das ist, was wir versuchen zu machen, dass jeder das erfahren kann. Und gleich dürfen wir noch mal kurz über das Thema Soundbar reden, okay? Ja, genau, gehen wir sofort jetzt mal. Gehen wir gleich mal rüber und hören, ja, uns das mal an. Klasse. Mhm. So, ihr Lieben, ihr seht jetzt hier im Dunkeln oder im Halbdunkeln, seht ihr hier zwei wirkliche Prototypen. So sieht sowas aus. Das sind Studien, Prototypen von was genau, Wilfried? Von Soundbar. Das sind zwei Soundbars, aber es sind 3D-Technologie. Unsere 3D-Technologie sitzt in diese Soundbars. Ja. Und ja, so sieht denn das aus. Natürlich hat man auch hier den Weg, wie man das anhört, ist echt, wie man die Lautsprecher überall stehen hat. Sie hat es selbst gehört. Patrick, was eine neue Erfahrung so etwas macht, man kann es nie glauben, wenn man nur das sieht und wenn man die Augen schließt, man ist mitten drin. Ne? Ja, also wir reden mal über Soundbar mit dem Auro-System. Das ist ja nun mal ganz wichtig. Ja, genau. Ja? Das heißt, wir können original Auro-Inhalte wiedergeben, aber wir haben auch die Auromatik hier drin. Absolut. So, und du weißt, dass ich letzterer natürlich der größte Fan mit bin und habe ich natürlich auch mal mein eigenes Material mitgebracht. Mhm. Und diese Soundbar hat also hier nach vorne abstrahlend für links, Mitte, rechts die Lautsprecher. Ja. Und hat aber dann zusätzlich noch Upfiring, so würde man das ja nennen. Mhm. Ne? Lautsprecher, die nach oben zur Decke runter. Da würde ich jetzt normalerweise immer die Nase rümpfen, was ich auch immer noch tue. Aber wir haben noch zur Seite hin aber auch noch was hier. Und dann haben wir zwei, ja, die sind ein bisschen unterschiedlich aus, weil ihr habt so ein kleines Transport. Ich glaube, das ist so ein Handmuster, weil das Ding kann irgendwie zerlegt werden. Deshalb sehen die momentan ein bisschen anders aus. Ne? Aber grundsätzlich sind die Treiber noch ein bisschen größer. Ne? Ja. Das sind Prototype, die sind gemacht mit einem 3D-Printer. Echt? Ja, diese 3D geprintet. Da kannst du viel machen mittlerweile, ne? Genau, also das ist also ein Konzept, die Software, das habt ihr alles geschrieben, damit eben das Ganze umgerechnet werden kann auf die Lautsprecher und wir die Auro und Auromatik zur Verfügung haben. Ja, genau. Auch mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten bei der Auromatik, habe ich mir soweit sagen lassen. Ja. Mhm. Ein Subwoofer wird natürlich auch generell unterstützt. Mhm. So, und jetzt, ja, was kann ich dazu sagen? Also ich habe natürlich meine Lieblingsszenen laufen lassen, ob es der Star Wars ist, uns flog tatsächlich der Millennium Falcon über den Kopf weg. Da war ich dann schon schwer beeindruckt. Und was man sagen muss, und das ist ja wirklich auch schon erkennbar, auch bei anderen Varianten, aber hier ist es eben Auro und Auromatik, es ist einfach extremst räumlich in der Breite und Tiefe und ich habe keine hinteren Lautsprecher im Einsatz gehabt, weil die gibt es ja ehrlicherweise noch als Zubehör. Ne? Ja, das kann man machen. Man macht gerne oder hinten, kann man eine Zuhörer, kann man, das sind kleine, ja. Auch Prototyp hier. Auch Prototyp, ja genau, ja. Wobei auch hier sind zwei Treiber drin, ne? Ja, da kann man diskret natürlich dabei setzen. Ist natürlich immer noch eine Verbesserung, ja. Aber doch, lass mich sagen, von einer Immersivität hat man natürlich auch mit diesem Gerät schon das immersive Charakter, wie wir das kennen bei Auro 3D, ja. Aber natürlich, wenn man natürlich die Lautsprecher hat, hat man natürlich die Möglichkeit, diese Kanäle auch diskret wiederzugeben. Es gibt natürlich etwas mehr Detail noch, ja. Und, aber diese Kombination ist natürlich Sie haben es schon erfahren, ohne diese extra Lautsprecher. Ich habe es ohne extra Lautsprecher gehabt, genau so ist es. Und ich habe auch ganz normale Stereo-Musik natürlich mal wiedergegeben. Und auch das war wahnsinnig von der Räumlichkeit. Ich war selbst beeindruckt, ja. Du hast jetzt auch ein paar Beispiele wieder gesehen, die er auch so noch nicht kannte, von seinem eigenen Produkt. Jetzt sind wir im Oktober 2020, Corona hat uns im Griff. Das heißt, wir rechnen frühestens mal im Laufe irgendwann nächsten Jahres, weil natürlich ist das Produkt der Industrie schon gezeigt worden und dann kam Corona. Wie waren die Reaktionen? Die Reaktion war der Leute... Was kannst du jetzt auch anderes sagen als... Ja, die haben noch niemals so etwas erfahren. Das hat man gesagt von einem Soundbar... Habe ich vor zwei Jahren allerdings auch schon gehört, ja. Von einem Soundbar habe ich gedacht, das noch niemals erfahren. Solche Erlebnis, ja. Auch die Klangqualität, alles was zusammengeht, auch diese immersive Qualität, ja. Und ja, jeder wartet natürlich, wann das Produkt auf den Markt kommt. Aber ja, da arbeiten wir jetzt dran. Da wird jetzt dran gearbeitet. Ja. Es ist wirklich so, viele haben jetzt Homeoffice, ja, die können nicht mal in die Firma fahren. Und dadurch verzögert sich natürlich in der gesamten Industrie momentan einiges. Also hoffen wir mal, dass das 2021 irgendwann mal dann dazu kommt, dass wir auch fertige Produkte sehen werden. Mhm. Von den jeweiligen bekannten Herstellern. So viel kann man vielleicht sagen. Genau. Ne? Ja, absolut, Patrick. Mhm. Mein Lieber, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ich hier so spontan mal eben bei der kleinen Weltpremiere dabei sein konnte. Hat mir sehr gefallen, war wirklich beeindruckend. Ich hoffe sehr, dass wir auch demnächst finale Produkte
Produkte dann haben werden. Also liebe Produzenten, liebe Musiker, wenn ihr jetzt schon nicht auftreten könnt, dann macht das Ganze wenigstens in der Halle und dann bringt uns das nach Hause, sodass wir das Gefühl haben, wir wären bei euch. Das wäre jetzt so eine der wirklichen kurzfristigen Lösungen, denke ich mal. Weil technisch steht alles. Ne? Und einen Rechner mit VLC habe ich auch, als auch andere Quellen, die man demnächst vielleicht nutzen könnte. Das wäre alles machbar. Ja. Wir werden im Kontakt bleiben und werden uns das alles anhören, mit oder ohne Maske. Ja, immer eine Freude. Jetzt muss ich gucken, ob ich aus Belgien wieder rauskomme. Ich weiß gar nicht, ob die mich wieder reinlassen. Verdammte Hacke. Okay, okay. Ja, alles klar. Ich würde sagen, passt auf euch auf. Ne? Vielen Dank. Großartiges Team. Bis dann, wir haben BobiTV wieder mal, bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Und wenn ihr das mal hören wollt, wie das sonst sich natürlich anhört, für alle die, die dieses Video zum ersten Mal sehen, den Kanal zum allerersten Mal gesehen haben überhaupt, von was reden die ganze Zeit da? Dann kommt zu uns rüber, dann zeigen wir euch das und dann werdet ihr das erleben und ich muss dann gar nicht so viel quatschen wie jetzt gerade, weil dann lasse ich nur vorführen und dann werdet ihr innerhalb von wenigen Sekunden den Mehrwert hören, spüren, fühlen. Bis dann. So machen wir das. Champion, hä?